Ein großer Dichter und Denker sagte eins: Eieia, Coco Jumbo, Eieia. Das ist doch kein Gedicht, das ist ein Lied, du hast eine Marmel. Jetzt halt die Klappe, ich trinke die Kokosmilch weiter und sowas Bescheuertes habe ich noch nie gehört. Eieiei. Coco Jumbo, Eieiei. Ja, ja, Eieiei, Coco Jumbo. Willst gar nicht fragen, wo Fiete ist? Ey, der brauch ich nicht fragen, den hast du sicher bei Mama. Nee, frag, wo er ist. Wo ist Fiete denn? Im Fitnessstudio, hat gerade einen Bauchbeine-Po-Kurs. Ey, du hast so ein Annehmen. Oh Gott. Nee, nee. Hör, siehe dein Wilke an. Nee, ich siehe den Mann an. Bauchbeine-Po-Kurs. Jesus, nee. Oh Gott, ich werd schlecht. Fiete, hier ist ein riesengroßer Platz. Fiete, ich will hier doch haken. Nun geh hier doch im Weg. Dicke, du musst doch ein bisschen. Udo, das ist ein Welpen. Ja, aber du musst doch als Kleinkind gleich anfangen. Wie soll er lernen zu haken, oder was? Hast du einen Murmel? Nicht haken, dass er aber auf mich hört. Hier, da ist er. Was denn? Ja. Ja, halt doch wegen deiner Adresse. Halt die noch größer ans Bild, du Heine. Strafbefehl. 148,50 Euro. Muss ich überweisen nach Cuxhaven. Und ein Punkt in Flensburg, du Arsch. Wie, was hab ich denn damit zu tun? Ja, wer hat da gesagt, drück mal auf die Tube? Hab ich nicht gesagt. Nein? Kevin, du warst doch mit dabei. Der hat geschlafen, der hat doch den Arsch voll gehabt. Da war auf dem Hinweg. Rückweg war das. Wieso gibst du Kevin und mir jetzt die Schuld? Ich guck nach der Uhrzeit. 3.29 Uhr. Ja, das ist aber amerikanische Zeit. Das war dann vor. Du hast einen an der Marmel, Amerikaner. Udo, wo willst du hin? Fisch wegbringen, was du nicht machst. Guck mal, Udo, hättest du jetzt die Blätter von den Bäumen runtergepflückt, wie ich es dir gesagt habe, dann hättest du. Du hast so einen. Dann hättest du die Blätter nicht auf dem Sportplatz gehabt. Ja, am besten noch so wie Äpfel pflücken, oder was? Ja, aber dann hättest du die Blätter. Ja, aber dann hättest du die Blätter nicht auf dem Sportplatz gehabt. Ja, dann. Geh ein gutes Beispiel voran und zeig mir das. Ja, jetzt brauche ich auch nicht mehr. Also wirklich, mit dir ist Hopfen und Malz verloren. Ey, wie oft soll ich dir das noch sagen? Udo, ich habe Fiete dabei. Du lässt mich gar nicht aussprechen. Du sollst mit dem Fahrzeug hier nicht erfahren. Ich habe aber den Hund doch dabei. Ist mich doch egal, wenn du dabei hast und wenn du den Papst hinten drin sitzen hast. Ich habe eine Sondergenehmigung. Ich darf hier drauf fahren. Du hast gleich eine ganz andere Sondergenehmigung. Nach hinten hin. Den Hund den kannst du so unterm Jacke machen. Hast du einen an der Marmel oder was? Nee, ist doch ein Welpe, 9 Wochen alt, den kannst du doch verstecken. Ganz ehrlich, ihr beiden wolltet mir helfen. Udo, wir haben aber noch Naschi-Naschi gemacht. Ja, was hat das denn mit Helfen zu tun? Könnt ihr nicht aus dem Bett kommen oder wie? Du weißt doch, dass keiner von uns geholfen hätte. Ja, das weiß ich. Ja, also? Dann dachte ich mir, ich hol's dir einen Kaffee ab. Im Tattoo, ihr beiden habt doch wirklich einen an der Marmel. Kommt ihr eigentlich auf so blöde Ideen? Haben wir Bock drauf, das machen wir öfters mal. Bock drauf, auch dann, I love Udo. Willst du hier nicht mal langsam aufräumen? Wieso soll ich hier aufräumen? Das ist doch dein Arbeitsplatz, das ist aber doch, gehört doch zu dir. Und das meine ich, hier wird gehortet, hier wird alles gesammelt, bloß nichts wegschmeißen, man könnte ja nochmal drauf sitzen. Aber jetzt bauen sie da hinten wieder um, jetzt ist es überfällig, jetzt kannst du raus. Und wer soll's denn sorgen? Ich wieder. Kannst hier aber doch trotzdem mal die Blätter wegmachen. Digga, da sind noch tausende Blätter am Baum. Dann geht er doch hoch und pflückt die runter. Ja, natürlich. Ich pflück da wie Äpfel oder was. Du hast doch eine Mame. Und wie willst du das Tor jetzt gleich falten? Du hast doch gesagt, ich soll's wieder zusammenbauen. Das Ding kannst du aber auch in der Ems werfen und ein paar Aale fischen. Oh, Wilke, wie sollst du da Aale mit fischen? Die können doch hier rauskommen. Also du hast... Bist du blöd oder was von oben? Udo, denk dran, den Beisack musst du auch falten. Ich falte dir gleich ein! Lass mich bitte jetzt in Ruhe arbeiten hier! Du wolltest Tassen mitbringen, wo sind sie? Hab ich echt vergessen. Ja, was soll er ja meinen? Ja, du lässt ja alles hier! Die hab ich nicht vergessen, die hab ich extra hier gelassen. Ja, aber, ja, das ist klar, dass du die extra hier gelassen hast. Hätte ich die jetzt nicht extra hier gelassen, hättest du aus deinem eigenen Bauchnabel trinken müssen. Du hast das. Schlangen-Udo. Ja, Schlangen-Udo. Du bist doch beweglich wie eine Schlange, oder nicht? Ja. Und wenn du mich noch so weiterhin voll quatschst, dann erwürge ich dich wie eine Schlange. Wilke, weißt du, wer den Baum da gekauft hat für den Weihnachtsmarkt? Es hat auf dem Weihnachtsmarkt wirklich jemand 100 Euro gegeben und den Baum gekauft. Ja, warum ist der nicht abgeholt worden? Ja, weiß ich nicht. Die haben doch alle einen an der Marmel. Komm her und kauf einen Weihnachtsbaum, echt. Wieso gehst du denn aus dem Bild? Udo, mir muss noch was schaffen.
Was ist heute mit dir los? Ich bin ein bisschen dumm. Udo, mir muss heute noch was schaffen. Ja, ich muss noch was schaffen. Ich will auch wieder Feierabend haben. Und ich krieg dich anzublenden, das ist so ein Bild. Weil du den doch da reingedrückt hast. Wecke jetzt noch einmal doch. Ich drück dich gleich irgendwo rein. Halt mal Finger am Pott, ob der Glühwein schon heiß. Was soll ich? Den Finger am Pott halten. Ey, so langsam glaube ich wirklich, du hast einen an der Marmel. So wirklich, ich will jetzt Rauchorgel spielen und du hast gesagt vorher, du weißt, wo man rauchen kann. Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, man kann hier im Flughafen garantiert eine rauchen. Oh, Smoking Arena. Da darf man rauchen. Wo willst du jetzt denn hin? Ich will dich jetzt einen Pampersong tun. Weißt du, da, so langsam habe ich einen Namen, glaube ich. Wieso? Weil wir Smoking gehen. Du warst doch früher ein großen Stürmerstar, ne? Worauf willst du jetzt hinaus? Du warst ein großen Stürmerstar, ne? Ja, ich habe einige Buden gemacht, aber ja. Wir machen jetzt so eine Schattenaufnahme, dass du dir vorstellst, du hast einen Ball und du bist hier im Champions League Endspiel und schießt ein Tor. Ey, das ist die dümmste Idee, die du. Nee, und dann legen wir dann Stadionatmosphäre. Ja, natürlich. Und die Leute lachen sich einer hier, weil ich so tue, als wenn ich einen Ball am Fuß habe, habe aber keinen Ball, ja, weil kein Ball da ist. Und dann, ja, natürlich. Udo, Vorstellungskraft. Ja, natürlich, Vorstellungskraft. Stell dir mal vor, ich würde jetzt vorstellungskraftmäßig dir eine auf die Marme geben. Du solltest hier Wachmann werden. Du hast doch langsam hast du einen an der Marme. Ich kann doch kein Security hier werden. Wie heißt das? Fängt das schon wieder an, Security, oder wie heißt das? Security. Du als Security in Ghana. Ja. Da werde ich mehr leisten als du in 100 Jahren. Hat dein Hufschmied heute frei, oder was? Was soll denn? Ja, da hast du doch die Fußnägel heimlich hier mit der Kettensäge geschnitten. Ich will Äste schneiden. Hast du einen an der Murmel oder was? Nee. Bist hier zum Sportplatz gefahren und hast gedacht, ich schneide mir eben mit der Kettensäge die Fußnägel. Ich schneide mir da nicht mit den Fußnägeln. Was? Ich schneide da keine Fußnägel mit. Was denn? Äste. Den Kaffee wie immer aus der Schüssel, wa? Welche? Und dann schon wieder, ich möchte eine Tasse. Udo, das trinkt man aber wirklich in der Stadt so. Winke, wir sind hier auf dem Dorf, das ist keine Stadt. Ist doch ein Weltgewandten, oder nicht? Wer so eine Schnibbelbüchs trägt, der kann auch wohl einen Kaffee aus der Schüssel trinken. Mein Gott, ich will eine Tasse. Nicht weil du. Ich möchte jetzt eine Tasse Kaffee. Aber du hast doch gesagt, du bist modern. Das hat doch nicht modern mit der Hose zu tun oder eine Tasse. Jawohl. Ey, du hast doch einen an der Marmel. Und wer uns lieb hat, das ist jetzt ganz wichtig, dann teilt das Video, richtig teilen. Explodiert. Du explodierst vor allem. Du musst explodieren. Ja, nee, aber Leute, wenn euch, das will ich, wenn ihr euch uns an Herzen gewachsen seid, oder ihr, oder ich, oder wir, oder alle am Herzen gewachsen, dann teilt das Video. Das muss richtig mal explodieren. So. Daumen nach oben, Kanal abonnieren, habt einen schönen Sonntag, bis Mittwoch.